Das Personal in den Kindergärten ist eine der tragenden Säulen in diesem Land. Das zeigt sich auch jetzt während der Krise. Wie geht es Ihnen beiden damit? Wie ist Ihre private Situation? Wie schaffen Sie es beruflich? Also uns ist es sehr wichtig, weiterhin gute Arbeit zu leisten und für die Kinder und ihre Eltern da zu sein. Die Rahmenbedingungen haben sich natürlich jetzt ein bisschen geändert, aber es funktioniert eigentlich alles ganz gut im Kindergarten. Und ja, wir bemühen uns weiterhin transparent zu arbeiten und die Eltern und die Bildungspartnerinnen über Neuigkeiten regelmäßig zu informieren. Ich glaube auch, was ein wichtiger Punkt jetzt gerade ist, ist, den Kindern so viel Alltag wie möglich zu geben, soweit es halt möglich ist, in diesen Zeiten jetzt Alltag zu geben. Einfach so, dass sie den Hort und den Kindergarten so gut wie möglich so besuchen, wie sie ihn kennen, so gut wie möglich halt, so, um einen Fixpunkt zu geben im Tag für die Kinder, die den Kindergarten und Hort besuchen. Die Kinder haben ja sicher viele Fragen zum Thema Krise. Plötzlich ist auch ihre Welt ganz anders geworden. Wie probieren Sie das zu erklären? Wir machen es so, dass wir den Kindern erklären, wenn sie uns danach fragen, dass wir sagen, es ist ähnlich wie eine Erkältung. Und da viele Kinder schon einmal verkühlt waren, wissen sie dann auch, wie das gemeint ist und was gemeint ist. Wir sagen ihnen aber auch dazu, dass es für viele Menschen schlimmere Auswirkungen haben könnte, wenn sie diesen Virus bekommen. Und dass es genau deshalb so wichtig ist, dass wir versuchen, die Viren nicht zu verteilen und uns selber nicht anzustecken. Und da gibt es dann besondere Maßnahmen dafür, die wir mit den Kindern besprechen und im Kindergarten üben. Und das funktioniert eigentlich wirklich gut. Ja, wie meine Kollegin schon sagt, dass sie genau die Befolgung von zwei Grundregeln, die wir eigentlich auch sonst immer befolgen, wenn wir Kindern was erklären, ist, dass es wahrheitsgetreu ist und kindgerecht. Also, dass man nichts verschönt, aber trotzdem ihnen so in kindgerechter Art und Weise das vermittelt, was da jetzt genau auf uns zugekommen ist und vielleicht noch auf uns zukommen wird in weiterer Zeit. Und eine Frage, die ganz interessant ist von den Kindern, was immer am häufigsten kommt bei uns, ist die Frage, wann ist es vorbei? Also das ist natürlich eine Frage, die kann man ganz schwer beantworten oder gar nicht jetzt in der jetzigen Zeit. Aber man merkt einfach schon, die Kinder machen sich schon viele Gedanken darüber, was sie denn machen, wenn das alles wieder vorbei ist. Wie viele Kinder haben Sie in Ihren Gruppen? Wir haben momentan 3 Kinder im Kindergarten. Wir haben auch immer unterschiedlich so bis maximal 4, 5 sind es. Also es ist immer unterschiedlich von Woche zu Woche. Wie ist das eigentlich mit den anderen Kindern? Es gibt ja sozusagen von der Gemeinde Wien die Idee oder auch die Vorgabe, dass man mit den Eltern Kontakt hält, deren Kinder nicht in den Kindergarten gehen. Haben Sie das schon gemacht? Ja, wir haben schon mit den Eltern Kontakt aufgenommen. Einerseits per Telefon, so haben wir begonnen. Und die Eltern haben sich sehr über den Anruf gefreut und haben uns ein bisschen erzählt, wie es momentan zu Hause abläuft. Jetzt haben wir auch gestartet, per Mail mit den Eltern Kontakt aufzunehmen, weil wir dadurch einfach die Möglichkeit haben, den Eltern ein bisschen etwas zu schicken. Also wir schicken ihnen Bastelanleitungen oder Geschichten, auch teilweise Experimente, die sie mit den Kindern machen können. Und eine Kollegin hat sogar Lieder aufgenommen für ihre Kinder, die sie sonst in der Gruppe singt und hat die auch weitergeleitet. Und ja, wir versuchen auch mit den Kindern in Kontakt zu bleiben, indem wir diese Woche zum Beispiel, indem wir die Osternester vorbeibringen, die uns der Osterhase im Kindergarten gelassen hat. Und da freuen wir uns auch schon drauf, die Kinder wieder mal zu sehen. Natürlich alles kontaktlos. Bei uns ist auch am wichtigsten jetzt einmal die Kontaktaufnahme mit dem Telefon. Das ist auch ganz interessant, wie die Eltern reagieren. Also es gibt wirklich sehr viele, die sich unheimlich freuen über diesen Anruf. Ein paar sind auch vielleicht so ein bisschen verwirrt, weil sie das nicht gewohnt sind. Diese Art an Kontaktaufnahme, die wir ja sonst nicht in dieser Form machen. Aber es ist auch so, dass man jetzt einfach merkt, auch wenn man mit Kolleginnen und Kollegen spricht, es gibt viele sehr kreative Ideen, wie derzeit mit dieser neuen Situation umgegangen wird. Und es wird auch in verschiedenen Arbeitsgruppen daran gearbeitet, wie man das pädagogische Personal hier auch gut unterstützen kann, dass man diese Form dieser Kommunikation, die wir vorher nicht hatten, einfach zu verbessern, zu unterstützen. Die haben wahrscheinlich in einem Familien- und Bekanntenkreis viele, die zu Hause sind, die von zu Hause aus arbeiten. Sie müssen tatsächlich arbeiten gehen. Sie müssen tatsächlich jeden Tag hinaus.
und sind natürlich dadurch auch ein wenig einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Wie gehen Sie damit um? Ja, ich würde sagen, wir probieren uns einfach nicht anzustecken. Es ist aber eine willkommene Abwechslung, arbeiten gehen zu dürfen, wenn man hört, dass die ganzen Freundinnen und eben Verwandten, Bekannten zu Hause bleiben sollen oder müssen. Und ich bin ganz, ganz froh eigentlich, dass ich rausgehen darf. Es ist natürlich ein erhöhtes Risiko, aber ich zähle mich jetzt selber natürlich nicht zur Risikogruppe. Ich möchte natürlich trotzdem nicht krank werden und probiere mein Möglichstes, dass das auch nicht passiert. Genau, ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Es ist eigentlich sehr schön, auch arbeiten gehen zu dürfen. Natürlich gibt es dieses Ansteckungsrisiko, aber wir versuchen einfach, uns an diverse Leitfäden und Weisungen zu halten, auch um da hygienische Standards, die jetzt natürlich verschärft sind, einzuhalten, um das Risiko so minimal wie möglich zu haben. Und sonst, glaube ich, ist es vom Leben her, so wie bei allen anderen, das Familienleben hat sich beschränkt auf die eigenen vier Wände. Den Rest, so wie auch hier jetzt gerade über Videokonferenz, kann man Kontakt halten. Und sonst, ich glaube, ist es auch ein Warten auch darauf, bis sich die Situation wieder ändert. Jetzt schauen wahrscheinlich auch die Kinder zu, die momentan nicht in den Kindergarten dürfen. Haben Sie irgendeine Botschaft für Ihre Kinder? Ja, würde ich Ihnen gerne sagen. Sie machen das ganz toll, alle Kinder, die momentan zu Hause sind. Auch die Eltern haben das rückgemeldet. Also die gehen wirklich super mit der Situation um, für das, dass es für uns alle eine neue Situation ist und eine schwierige Situation. Also ich muss sagen, unsere Kinder sind da wirklich auch Heldinnen und Helden. Und sie schaffen es, dass sie es durchhalten. Und das sollten wir uns alle vornehmen. Natürlich, auch ich wünsche Ihnen gutes Durchhaltevermögen und es wird auch die Zeit wieder kommen, wo im Kindergarten und Hort sich die Kinder wieder tummeln werden und wir freuen uns einfach riesig darauf, dass diese Zeit wieder zurückkommt, wo wir alle wieder gemeinsam den Tag miteinander verbringen können.